Moin, Simpermarillos. Mein Name ist Sonic und ihr seid hier auf Reps Play. Weiter geht's zu diesem geilen Tempel, vor dem wir letzte Folge stehen geblieben sind. Na, was sagst du jetzt? Mal schauen, was passiert. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Ach, nein, nicht direkt. Oh, na, vielen Dank. Okay, hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stein. Nate? Ein riesiger Rosaphir. Ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Ach, wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein? Naja, der Stein selbst ist hey, nicht hier. Hey, setz mal Nein? hier. Er ist in Shambhala. Shambhala. Nate? Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt. Okay, gut. Hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarevich kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon, wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut, bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wer's glaubt. Oh. Na, das ist schon besser. Glaubst du, die sind ein Paar? Die sind kein Paar. Oh. Alter. Sieh dir den an. Ups. Das ist definitiv der richtige Tempel. Na, das sieht wirklich wie der Chintamani-Stein aus. Hier muss irgendwo der Eingang versteckt sein. Warte, den Kerl kenne ich doch. Gut, dann schauen wir ins Tagebuch. Und das da ist er. Irgendwas mit den Armen zu tun haben. Ich frage mich, ob es hier keine Souvenirs gibt. Gut. Also, Faces, Dagger. Ach, guck mal, links steht ja, wie der zeigen muss. Also, der Dagger muss vor den zeigen. Aber wie komme ich da hoch? Warte mal. Warte, muss, sieh mir das mal näher an. Okay. Ich warte hier unten. Also, ich muss quasi auf die andere Seite, glaube ich. Wow. Aber lass mich erstmal gucken. Also, der hat da den Kopf und links den Dings. Und den einen muss er hochhalten und den anderen nach ein bisschen nach rechts. Ja, das stimmt ja eigentlich so. Also muss quasi nur der Dagger verschoben werden. Aber wie zur Hölle komme ich da hin? Halt dich fest! So, was kann ich hier machen? Ach cool, guck mal, die kann ich so umdrehen. Sicher, dass das stimmt? Nein, das stimmt natürlich nicht. Das muss nach oben, aber das andere Teil... Und rauf mit dir. So, das andere... Wie sieht das aus? Schon besser. Na, woher soll ich das wissen? Du hast doch das Buch. Du hast doch das Buch. Dann lass mich mal hier nach oben klettern. Ne. Yeah. Und dann gucke ich mal, dass ich das hier gedreht kriege, weil das muss er nämlich... Jetzt kann ich das gar nicht... Mir reicht schon, dir zuzusehen. Ja, danke für deine Hilfe, Chloe. Das muss ich nämlich umdrehen und zwar muss er das schräg halten. Genau so. Gut gemacht. Danke. So, jetzt muss ich bestimmt in die komplett andere Richtung klettern. Was haben wir denn hier? Nichts, aber hier sind okay. So Stangen. Gut. Und hüpf! Hüpf! Zack, zack. Und hüpf. Sehr schön. Das wollte ich auch gerade sagen. Oh, Alter! So, ich kann zwar jetzt hier hochklettern. Aber was bringt's mir? Okay, kann hey, ich von hier. So, du bist beeindruckt. Bin ich. Kriegst eine Banane.
Geil. Gib mir die Banane. Bist du okay? Oh Mann. Und nun? Muss er die Köpfe, hält die nach links oben. Ah, die muss er ausgestreckt halten. Gut. Also die Köpfe noch drehen, dann müsste es fertig sein. Komm, hör auf damit. Hoch mit dir. Ist er schon müde oder wie? So, die Köpfe noch. Und dann war's das. Alter. Da passt bestimmt der Schlüssel rein. Was machen wir jetzt? Den Schlüssel reinstecken. Ich muss bestimmt das Wasser irgendwie höher machen oder so. Oder hochklettern. Was ist? Chloe, das ist nicht einfach ein Dolch. Das ist ein Schlüssel. Sehen wir mal, was er öffnet. Steck rein! Ist echt gruselig, aber sag A. Der weiß auch genau, wie das funktioniert. Tut sich was? Das Wasser läuft ab. Und? Ich habe die Tür gefunden. Geschafft. Also, eigentlich war ich das. Komm ja schon. Ich meine, man hätte sich ja auch einen Taucheranzug holen können und was damit einfach da reingehen. Bereit? Ladies first. Wie du wünschst. Komm, du kleine Muschi. Auf geht's. Zum Glück habe ich keine Klaustrophobie. Zum Glück, ja. Hier ist auch kein Wasser drin. Was macht die denn da? So. Ich habe wieder meine geile Gürteltaschenlampe. Hier ist Wasser. Weißt du, irgendwie ist es hier romantisch. Okay, wo sind die Pralinen und Blumen? Du stehst doch gar nicht auf Pralinen und Blumen. Du kennst mich so gut. So gut. Wo geht's denn hier? Ach, hier geht's hoch. Versprich mir, dass du uns nicht 30 Meter unter der Erde lebendig begräbst, ja? Würde ich nie tun. Es geht etwas nach unten. Nicht, dass hier wieder Nazi-Zombies kommen, wie im ersten Teil, ey. Nicht tief. Ja, ich hab mich wohl verschätzt. Was hältst du davon? Sieht aus wie ein Baum. Und was hat das mit diesem Thermalstein zu tun? Das weiß ich. Hier unten öffnet sich was. Okay. Also hier ist ein Baum, ja. Hier unten öffnet sich was? Also da komme ich ja jetzt erstmal nicht hoch, oder? Kann ich in mein Buch gucken? Nein, kann ich nicht. Hier ist so ein Rädchen. Vielleicht kann man damit was machen. Auch nicht. Ein Baum. Scheiß Baum. Wo ist denn Chloe hin? Chloe? Wo zur Hölle ist sie hin? Also hier kamen wir her. So, ich muss nach oben. Das heißt, das Wasser müsste mal ein bisschen wieder steigen. Cool, der ist ja sogar nass, wenn er das macht. Vielleicht kann ich eine Räuberleiter machen. Okay, diesmal keine Räuberleiter. Der Elefant hat ein Schwein im Gesicht. Okay, der ist ein bisschen kaputt. Wo zur Hölle komme ich hier weiter? Und wo ist Chloe hin?
Chloe! Ich komme ja auch nicht auf die blöden Affen drauf. Und da ist nämlich auch wieder der Baum. Geschafft. Och, jetzt... Alter. Ihr saßt bestimmt jetzt da, kletter den scheiß Affen hoch, du Idiot. Was machst du für einen Kack? Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Manchmal stehe ich auf dem Schlauch. Wow! Oh, das darf doch nicht wahr sein. Na komm, könnte schlimmer sein, was? Ja, das ist echt romantisch. Eine Granate? Scheiße. Ich hasse es. Okay, was jetzt? Denk nach. Wir müssen hier raus. Ja, scheiße. Geschafft. Yeah. Machen wir, dass wir rauskommen. Ah, hier geht's raus. Vorbei. Geil, ein Schatz. Was ist das? Eine MP40, ne? Ich behalte meine AK, oder? Warum liegt hier eine MP40 drin? Da war wohl schon jemand auf dem Weg, den Tempel hier zu plündern. Und ist leider in dieser Falle gestorben. Hatte wohl keine Granaten dabei. Oh, ich habe Hunger. Wie Hunger? Wolltest du nichts essen? Alter. Hier sind wir wohl richtig. Krass. Boah, hey, guck ich mal den Kerl da hinten an. Ja, sieht aus wie der Purba-Dolch. Aha. Diese Lichter aktivieren ihn wohl. Ah, hier kann ich mich noch dran erinnern. Sind wohl wichtig. Ach, wie ging das nochmal? Welche Richtung kann ich das denn drehen? Ach, nur nach oben. Okay. Und nun? Wir müssen bloß das Licht durch den Raum leiten. Ja, aber womit? Ich habe jetzt einen Spiegel und... Jetzt? Also das geht ja nicht, so. Lass mich mal die Treppe wieder hoch. Ah, guck mal, hier ist noch so ein Teil. Nein, so geht das nicht. Kann da auf den Typ leuchten, aber wie kann der Typ denn auf den Spiegel hier leuchten? Ich muss mal hier runter. Ich muss mal gerade da runter und mir den Typ da angucken. Weil da kommt Licht, fällt dort auf den Spiegel, so. Ah, guck mal, da ist doch wieder so ein Schlüsselloch. Damit kann ich doch bestimmt... die Augen verdrehen oder so. Und mit den verdrehten Augen leuchtet er dann auf den anderen Spiegel, womit ich dann wieder woanders hinleuchten kann. Oder jetzt geht einfach ein Loch oben auf. Ich glaube, das war's. Sieht aus, als wäre die erste Klinge an ihrem Platz. Eine geschafft, noch zwei. Was meinst du? Müssen wir da etwa raufklettern? Ja! Sieht so aus, als müsste ich da raufklettern. Gut, dann mache ich das doch. Ah, da hinten ist noch so ein Kopf. Von Alter Schwede. Oben sehen wir vielleicht mehr. Okay, passt da oben gut auf. Ich gebe mein Bestes, Fräulein. So, ob die sich das so gedacht haben, dass man da wirklich hochklettern muss? Da müssen ja findige kleine Entwickler gewesen sein. Hoch mit dir, Nathan. Ja, nochmal hoch, so. Das sieht richtig aus. Noch ein bisschen. Wow, pass auf, dass du nicht da runter segelst. Hey, was immer du auch tust, fall nicht. Hier ist ein Spiegel. Von unten sah es nach einer guten Idee aus. Muss ich jetzt darüber springen auf das Teil da? Heiliger Bimbam. Und nun? Ei. Laber nicht.
Ach geh, man muss wirklich klettern. Das haben die sich ja gut ausgedacht. So. Okay. Gut. Wie Assassin's Creed hier das Ganze. Nur etwas kreativer und spannender und geiler und was es sonst noch alles gibt. Ah, hier, okay, hier kann man drunter. Es sind mehr Reflektoren hier oben. Chloe! Ja? Den anderen Reflektor ausrichten! Verstanden. Gut gemacht. Okay, was jetzt? Warte. Okay, wir kommen der Sache näher. Ah, okay, jetzt kann ich den da aktivieren. Und dann müsste wieder der... Also noch ein Dolch da oben runterkommen. Wo ich dann wieder hochklettern darf. Gehe ich mal davon aus. Das war's. Wir haben noch einen geschafft. Sieht aus, als hätte die Klinge einen Weg geöffnet. Nein! Von dir. Hab's. Okay, da sind anscheinend Sensoren eingebaut. So, ein Spiegel muss ich noch. Was muss ich tun? Hier ist ja kein Loch, also kein Dings mehr, wo ich reinleuchten kann. Das bringt mir ja nichts mehr. Moment mal, bin ich doof? Wo ist denn der andere Kopf? Da hinten ist der. Da muss ich jetzt doch wirklich da hoch runterklettern, oder? Muss ich jetzt da hochklettern? Also der scheint dahin und ich kann dann hiermit auf irgendwas leuchten. Bringt mir aber gerade nichts. So, weil ich muss da oben in das da leuchten. Aber wie zur Hölle? Und hier kann ich ja gar nicht dahin leuchten. Guck mal, da ist ein Schatz. Genau da. Also ich kann ja hier auch nichts anderes anleuchten, ne? Quasi nur den Kerl, aber das bringt mir ja gerade gar nichts. Gut, ich kletter nochmal da hoch. Und diesmal kletter ich auf die andere Seite. Okay. Nur noch eine Klinge. So, nach links, bitte. Hüpf. Ein Steinchen nach dem anderen, Nathan. So, da kommst du wieder hin. Ja, gut. Alter, ich hätte so Schiss, hier an so einem Ding hochzuklettern. Stell dir vor, da bricht irgendwas ab oder du rutschst einfach ab oder hast keine Kraft mehr oder so. Sonst was? Nicht nach unten sehen, nicht nach unten sehen, nicht nach unten sehen. Ja, Alter, ich sag's auch noch. Ich sag es noch, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Uiuiuiui. Okay, hier ist ein Spiegel drin. Ich brauche aber Licht. Heiliger Bimbam, das war ein Sprung, oder? Wo war denn der Schatz? Scheiße, ich sehe nicht mehr. Wir müssen den anderen Reflektor ausrichten. Ach, sie macht das schon. Ich dachte gerade, muss ich jetzt da runterlaufen? Aber hier, der hat gar kein Schlüsselloch. Warte mal, da ist hier auch noch ein Reflektor.
Ah, und den schießt sich jetzt in die Lampe und der, von der Lampe geht er dann auf den seine Stirn. Geschafft. Aha. Sehr schön. So, und bevor ich jetzt meinen Schlüssel in des Mundes, in den Mund des komischen Kopfes zerstecke, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und ihr dürft dann in der nächsten Folge fleißig mitfiebern, ob wir nach Shangri-La kommen, um den großen Shintamani-Stein zu finden. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und stay pam, ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.